Okay, Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play WWE 2K15 hier auf der PlayStation 4 mit eurem Gotti am Start und auf eurem Kanal eurer Wahl, auf eurem Lieblingskanal bei den Hui Homies. Und ja, wir drücken einfach X und gucken mal. Ich habe für diese Woche nichts geplant, das heißt, wir können uns wieder selber aussuchen und wir machen ein Vorbereitungsmatch gegen den stärksten Mann der Welt, gegen Mark Henry. Geil, Einzug aus und ab dafür. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob wir den überhaupt griffmäßig hochbekommen. Also, ja, ob wir da irgendwie Griff-Offense anbringen können. Schauen wir mal. Wenn nicht, müssen wir es hier auf der altbewährten Art machen und ihm so lange auf die Schnauze hauen, bis die Lampen glühen. Okay, eine Close-Line gegen das Ringseil. Kommt immer gut. Ja, eigentlich will ich was anderes, aber das scheint nicht so zu klappen. Laptop kann man machen. Aha. So, schleudern wir den Dicksack mal hier nach unten. Und dann einen, ich nenne jetzt Swinging Neckbreaker. Wenn es falsch ist oder so, bitte ich euch doch sehr darum, mich zu korrigieren. Aber irgendwas, Swinging ist auf jeden Fall schon mal gut. Und, ja. Oh, der Laptop geht mal daneben. Achso, wir wollten ja testen, ob, wow, wir den dicken hochbekommen. Okay, das klingt jetzt auch wieder ganz anders, als ich es eigentlich meine. Ah, jetzt kontert der Honk. Irgendwie läuft es auch richtig flüssig gerade hier. Eine Aktion nach der anderen und die gehen alle durch. Ja klar, Mark Henry ist jetzt eher so auf Kraft aus und nicht auf Konter. Deshalb werde ich einen Scheiß tun, um gegen Rey Mysterio zu kämpfen. Das frustriert mich ja dann wahrscheinlich mal. Ja, ich will den nicht pennen. Wie kommt der darauf, dass ich ihn pennen will? Das Signature-Taste habe ich heute momentan. Aha. So. Der Redneck. Tja, was könnten wir denn jetzt mal noch zeigen? Ach, das ist schon wieder der Big Swing. Den will ich nicht. Ah. Obwohl, gegen den dicken Mark Henry sieht das noch relativ cool aus. Ach komm, ja. Also das ist gut, okay. Lass ich dann doch durchgehen. Bumm. Ein bisschen taunten hier. Die ganzen Bray Wyatt Taunts hier noch. Hier müsste er auf die Knie gehen, glaube ich. Oder auch nicht. So, Dickerchen steht wieder auf. Und legt sie wieder hin. So. Ja, ich würde ja dann doch noch mal gerne hier den Signature in den Seilen machen. Oh, klappt sogar. Guck mal. Einmal über das Seil und dann komme ich, glaube ich, mit der Clothesline zurück, ne? Bam! Sehr schön. Ich mag ihn. Und jetzt die Vorbereitung auf den Swampy mit Mark Henry. Sieht das bestimmt richtig cool aus. Die Arme einhaken. Geht das überhaupt bei dem? Anscheinend und dann... Boo! Sehr schön. Und Mark Henry war alles andere als ein Gegner hier. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Der hat sich schlafen gelegt. Der Referee zählt bis drei. Und das Match ist vorbei. Das war ein Reim. Oder ein Rap. Ich bin mir noch nicht sicher. So, genug Scheiße wieder gelabert, um das Jahr 2015 abzudecken. Nein, ihr wisst ja. Scheiße labern gibt's gratis hier auf unserem Kanal. Das ist auch egal, wer kommentiert, oder?
Wobei der Timmy, der tut immer so, als wäre er so der seriöse Let's Player. Aber tief in seinen Inneren. Ne? So, genug gelästert. Wen haben wir denn noch hier? Der Chris, der sowieso. Ja, Vicky. Immer das gleiche Gelaber. Tolles Match. Wir sagen lieber Sperrt, falls was ist. Oder so. Okay. Komm. John Cena hat seinen Gürtel gegen Randy Orton bei Night of Champions verteidigt. Das ist sehr erfreulich. Wir drücken mal. Wir haben diese Woche noch nicht geplant. Ach, dann machen wir ein Vorbereitungsmatch gegen The Miz. I'm awesome, you're not. So. Billy Skinner vs. The Miz. Irgendwie haben wir bald alle durch, ne? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie voll war schon der Balken Richtung Raw? Sind wir mittlerweile bei 3/4 angekommen oder müssen wir da noch basteln? Die Luft greifen. Ach, hör doch auf, so. Schade, kommt man nicht so gut sehen, ne? Toll. Er soll da runter springen und nicht da runter gehen. Alter, wenn ich nochmal die Luft heute greife, ne, dann ist auch was los hier. Oh, wump. Ach, guck mal hier, da kannst du direkt auch in den Cover, ne? Nicht schlecht. Ja, das ist nicht übel. Oh, da rollt er sich zur Seite. Aber, ja. Oh, ich wollte gerade sagen, The Miz ist kein Gegner für uns hier. Und dann kam doch noch der Konter. Wie er nämlich die Gegend schleppt. Voll süß. Naja. Ja, ein Signature wollte ich jetzt nicht. Ja, toll. Ich wollte ihn eigentlich nochmal nach oben setzen. Wow! Hübscher Move! Ich dachte, jetzt geht er noch direkt aufs oberste Seil oder so. Das wäre ziemlich stylisch geworden. Gut. Aber irgendwas konnte man da auch mit dem Viereck machen. Egal. Sei es drum! Jetzt nochmal aufs oberste Seil! Ihr kriegt ja alles geboten, Leute. Alles. Und jetzt kommt der Swampy. Oder soll der Swampy kommen? Und es sieht gut aus, ja. The Miz, war schön, dass du da warst. Aber jetzt, ja, kannst du auch wieder gehen. Es ist vorbei. Ja, leider Gottes bisher eine ziemlich ereignisarme Folge. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Ich glaube, wir hängen da einfach nochmal einen Kampf dran, ne?
damit wir so diese Überbrückungskämpfe hinter uns bekommen. Vielleicht kommt ja doch irgendwie mit etwas Glück hier jetzt noch eine Cutscene oder irgendwie eine Zwischensequenz oder zumindest ein Social Media Event, damit wir so ungefähr wissen, wer der nächste Gegner sein wird. Ein gutes Match. Danke, Vicky. Seid ihr auch so gespannt? So unfassbar gespannt darauf, was jetzt kommen mag? Oh yeah! Boah, siehst du? Einmal oh yeah. Oh. Was ist los hier? Was ist das hier eigentlich? Randy Orton besiegt John Cena in einem Hell in a Cell Match um die WWE Championship. Triple H. Der Teamkampfklassiker ist die Survivor Series. Wenn man für ein Team ausgewählt wird, weiß man, dass man es in der WWE geschafft hat. Die Teamanführer wollen nur die Besten, um sich den Sieg zu sichern und damit angeben zu können. Das scheint doch interessant zu werden. Drücken wir mal hier. Mal gucken, was passiert. Irgendwas passiert. Die Survivor Series ist in Sicht und ich bastle gerade einen epischen Kampf zwischen zwei Teams. Du darfst wählen, in welchem Team du bist. Team John Cena oder Team Randy Orton? Oh mein Gott! Ich will in Team. Ach, ist das schwer. Orton! Okay, ich sage Randy Orton Bescheid. Nutze das Match heute Abend, um dem Teamkapitän zu zeigen, dass du es ernst meinst. Das werde ich tun. Gegen, ja klar, nach The Miz kriegen wir Damian Sandow, der ja momentan oder der Stunt-Double von The Miz ist. Und ja, das ergibt Sinn. Dann haben wir wenigstens hier beide direkt abgearbeitet, wenn wir mit dem fertig sind. Und ja, Randy Orton kann sich freuen. Er hat einen exzellenten Kämpfer in seinem Team. Ja, Team Cena wäre natürlich auch, aber ja. Nein. Orton ist schon, glaube ich, die richtige Wahl. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Damien. Und Back Suplex. Der Konter beim Whip-In natürlich. Aber den Angriff konnten wir ebenfalls kontern. Jetzt aber. Erste anständige Aktion. Ach komm, wollen wir gar nicht erst ins Spiel kommen lassen hier den Kollegen. Na, toll. Jegliche Möglichkeit, um irgendeine Aktion zu machen, komplett ausgelassen. Irgendwie Schabernack, den er hier treibt. Aha. Wenigstens der sitzt. So. Oh, jetzt floppen die Signatures hier ja. 1A. Aufpassen, dass wir nicht den OMG-Moment hier aktivieren, den Big Swing, sondern hier ansetzen zum Swampy. Ja, er wird noch einiges an Energie haben. Mal gucken, ob das reicht für den Sieg, für das Ende gegen, naja, das Ende dieses Kampfes. Mein Gott, was glaube ich? Ja. Es reicht. Okay. Wunderbar. Wir gewinnen dieses Ding und konnten damit beweisen, dass Randy Orton sich da wirklich auf einen hervorragenden Wrestler in seinem Team bei der Survivor Series freuen kann. Und ich freue mich auf diese Pay-Per-View gegen Team Cena.
Mal gucken, wer die Teammates sind von uns und wer die Gegner sind. Aber diese drei Überbrückungskämpfe hier, die sind anscheinend echt immer vonnöten. Mal gucken. Immerhin haben wir noch ein 4-Sterne-Match mal ebenso hingelegt. Randy Orton, Billy Skinner, willkommen im Team Randy Orton, dem Gewinnerteam. Wir werden das Team John Cena bei der Pay-Per-View vernichten. Das sehe ich genauso. Das sehe ich, Randy Orton. Das sehe ich ganz genauso. Alternativ vernichte ich auch noch dich und werde dann Champion. Aber ich bin ja nicht Mr. Money in the Bank, deshalb, nee. Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Die nächsten Folgen werden dann wieder spannender, wenn es Richtung Survivor Series geht. Und dann schauen wir uns mal die ganze Teamgeschichte an. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.